Liebe Wacker-Fans, herzlich willkommen zur 133. Ausgabe der Wackerstube. Wie ihr seht, wir sind irgendwie nur mal zu zweit. An meiner Seite darf ich begrüßen den Alex. Alex, servus. Hi Alex, grüß dich. Ja, wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, beziehungsweise es ist, der Felix hat selber verkündet, dass er ja zeitnah aussteigen wird aus der Wackerstube, weil er ja andere Verpflichtungen hat. Jetzt ist das irgendwie heute schon passiert, Alex. Jetzt sind wir zu zweit da. Ich hoffe, du kannst mit mir auch vorlieb nehmen. Doch, ein wenig überraschend und kurzfristig dann passiert, aber ja, auf jeden Fall mit so einem sehr kompetenten und verlässlichen Partner mit dir an der Seite, da kann mal nichts schief gehen. Ja, da bin ich aber sehr dankbar, dass ich schon solche Lob einkriege. Du, jetzt ist es so gewesen, du warst letzte Woche ja im Trainingslager mit unseren Jungs. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, über den, sagen wir mal, die erste Hälfte der Woche. Was ist noch passiert? Wie ist es eigentlich sonst noch gegangen unten? Ja, ich glaube, die letzte Stube haben wir aufgenommen einen Tag nach dem Spiel, oder? Nach dem ersten Testspiel. Mhm. Genau, da war dann ein Regenerationstag an diesem Tag und unser Highlight-Spiel, das wir ja leider dann im Elfmeterschießen verloren haben gegen das Trainerteam. Naja, eben, da wollte ja, ich dir. Das war schon, muss ich sagen, das war schon ein Highlight. Ihr seid bis ins Elfmeterschießen gekommen und dann war Schabal Schaffer im Tor beim Trainerteam. Das ist aber schon ein bisschen ungerecht da, oder? Ja, also, war ungerecht. Vor allem aufs kleine Tor. Man muss einfach sagen, er war Macht. Also es war schon schwierig, die zwei Tore im Spiel zu machen. Und dann im Elfmeterschießen, ja. Hast du getroffen oder? Ich muss leider sagen, ich habe dann den letzten Elfmeter den entscheidenden verschossen. Okay. Muss ja auf meine Kappe nehmen. Hat dann Kalten oder? Kalten, ja. Überragend gehalten. Okay. Überragend, muss man sagen. Ah, ja, gut. Nein, das war wirklich ganz witzig. Also der ganze Kader war anwesend mit Musikbox und haben dann ja, von der Champions League-Hymne über die Legende lebt alles eingespielt. Also wirklich, also, wirklich gute Stimmung, so wie wir es uns eigentlich wünschen würden. Es ist dann auch mehr fast zum Team-Event geworden wie zum Betreuer gegen Trainer-Team-Spiel. Also ihr habt für das Teambuilding schon viel gemacht da. Ja, genau. Absolut. Ja, und dann war eigentlich schon recht rasch danach das zweite Testspiel. Das wäre eigentlich erst am Sonntag geplant gewesen. Dann hat aber der liebe Wettergott Schneefall vorhergesagt, ziemlich starken sogar. Dann haben wir uns kurzfristig eben in Absprache mit dem Gegner dazu entschieden, dass wir das am Samstag spielen. Wieder 2x60 Minuten gegen NK Bravo, wieder einen slowenischen Erstligisten. Die sind sogar in der Tabelle ein bisschen weiter vorne noch wie der erste Gegner, wie Gorica. Und ich muss sagen, das war wirklich ein richtig guter Test. Also die waren körperlich extrem stark, zweikampfbetont gespielt, also war wirklich teilweise überhaupt waren die Aktionen von ihnen. Und wir haben da wirklich ganz gut dagegen gehalten. Ich meine, man hat gemerkt, die sind jetzt eine Woche vor Meisterschaftsstart, gell? Also die sind mit frischen Beinen gekommen, die haben eigentlich das Trainingslager nur mehr genutzt, dass sie halt nochmal ein bisschen zusammenkommen, nochmal das Testspiel nutzen und dann geht es für die in der Woche, also jetzt am Samstag, Sonntag, schon wieder in die Meisterschaft und das hat man schon gemerkt. Bei uns waren natürlich die Belastungen jetzt in den Trainings schon hoch. Und wir haben halt schon schwere Beine gehabt und sie waren halt frisch. Und nichtsdestotrotz, wir haben eigentlich recht gut dagegen gehalten. Sie sind dann schon auch verdient zur Pause in Führung gewesen. Trotzdem, Okanadin hat einen sensationellen Freistoßtreffer erzielt. Sehr schön. Er hat mich dann auch schon zusammengeschissen, warum ich das nicht gefilmt habe, aber ich habe da eine ganz einfache Antwort parat. Seit ich den Elfmeter von Flo Jamnik beim Lafnitz-Spiel gefilmt habe, habe ich mir das aufgehört. Dann passieren immer negative Sachen von dem her. Das sind abergläubische Sachen, da bin ich vollkommen d'accord. Wir haben auch solche Dinge gehabt, der Felix und ich vor 3 Jahren, also in der Aufstiegssaison, da ist es uns ähnlich gegangen. Ja. Und das haben wir dann irgendwann haben wir einen Modus gefunden, wo es dann richtig gelaufen ist, dass wir gesagt haben, so machen wir es jetzt und so machen wir es sicher nicht. Ja. Und da kann ich es absolut nachvollziehen, wenn du sagst, nein. Auch wenn es schade ist, weil, wie gesagt, diese Freistoßtore in Testspielen, da haben wir ja schon einmal sehr gute Erfahrungen gehabt. Das war das Albert Walci gegen Nagasaki, oder wie die Kosten haben. Genau, in Kremat, ja. In Kremerton, gell, war das? Das war in Kremerton und ich glaube, seitdem wollte er ja und ich glaube, er will auch bei Salzburg immer noch jeden Freistoß schießen, weil er der Meinung ist, dass er das immer wiederholen kann. Naja, ich wünsche mir... Hat er bei Salzburg schon einen Tag gemacht, oder? Freistoß da? Hat er gemacht, ja. Also er hat sich da auch durchsetzen können. Ich hoffe, dass der Okan bei uns natürlich dann in den Pflichtspielen sein können, auch beim ruhenden Ball so zeigen kann. Das wäre natürlich fantastisch. Ja. Aber nicht nur er hat getroffen, sondern Max Wallner hat zweimal getroffen, oder? Genau, unser Nachwuchsreporter scheint ihm auch gut getan zu haben, dass er das Interview dann selber gemacht hat. Fix.
Nein, Spaß beiseite. Ja, wenn man dann wirklich nochmal Charakter gezeigt hat, hat der Trainer den Charakter von der Mannschaft nochmal gelobt. Er war in der zweiten Halbzeit richtig gut im Spiel. Also haben immer mehr Spielanteile gekriegt. Der Gegner hat eigentlich ja, kaum mehr Torchancen gehabt. Und dann haben wir eigentlich auch nicht ganz unverdient das Spiel nochmal gedreht. Ich muss sagen, dann beim Stande von 2-2 war es dann 10 Minuten offenes Visier, also da sind im Minutentakt Chancen rechts, links gefallen. Das war wirklich, also für einen neutralen Zuschauer muss das überragend gewesen sein zum Zusehen. Aber leider kann er im Stadion ist kann es auf dem Sportplatz da gewesen sein. Und wir haben halt dann einfach das glückliche Ende auf unserer Seite gehabt und der Max hat dann mit dem Doppelpack das Spiel für uns entschieden, was natürlich für uns super war, weil wir mit einem guten Gefühl aus dem Trainingslager ausgegangen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es war ja sehr intensiv, wie du gesagt hast, sehr hohe Belastung. Ja. Klar, jetzt dann nochmal alles wirklich verinnerlicht, verausgabt vorm wirklichen Ligastart. Aber generell, glaube ich, war es einfach wichtig, dass man auf Naturrasen spielen kann. Das haben wir eh schon öfter angesprochen. In Tirol ist es ja bekanntlich sehr schwer im Winter auf Naturrasen zu trainieren oder generell zu trainieren, wenn so viele Schneemassen liegen. Deswegen war das, glaube ich, ein sehr gutes Trainingslager. Das ja auch, wie gesagt, schon zum Teambuilding sicherlich auch viel dazu beigetragen hat. Du hast uns ja Gott sei Dank auch wieder weitere Episoden unserer Lippenbekenntnisse durchgeschickt, genau. Wo wir ja auch die Neuzugänge zum ersten Mal so ein bisschen miteinander agieren haben, sehen dürfen können, ein bisschen kennenlernen können haben. Das war ein sehr schwieriger deutscher Satz jetzt, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, da waren schon sehr gute Perlen dabei. Ich muss sagen, dieses Schabol-Schaffer-Ding, das war natürlich schon ein großes Highlight. Wie der Lukas und der Okan eben verzweifelt sind und selber zuerst nicht gewusst haben, was ist das? Und der eine hat gesagt, er kennt ihn unter Schaffe. Ich meine, Schabol-Schaffer war ihm schon ein Begriff, aber er hat halt überhaupt nicht gewusst, wie man das richtig ausspricht. Und das war schon gemein. Ich meine, du hast schon wirklich gemeine Wörter dabei gehabt, muss ich auch sagen. Also Versteckerlex habe ich auch extrem gefeiert, dass der Hupfi und der Kofi da draufgekommen sind danach. Das war schon nicht schlecht. Ich vermute ja nach wie vor, dass da einfach ab und zu, wenn das Lied fertig ist, und sind ja so 2-3 Sekunden, wo es leise ist. Und ich gehe stark davon aus, dass das dann oft die Lösung war. Das hat ihnen geholfen. Ich glaube, weil bei Brettle außer, da war er zuerst bei Patti und irgendwann hat der Brettle. Aber wir haben es ja nicht gehört, wir können ja nur vermuten. Also. Ja. Was ich auf alle Fälle zu 100% weiß, ist, so wie der Arnel beim Holzi geschrien hat, dass der muss das gehört haben, weil so laut kannst du keine Musik reinstellen. Das war ja danach eh noch eine Sache, oder? Ich glaube, irgendwer hat gesagt, was schreist du so? Es war der Okan, ja. Aber nein, auf jeden Fall ein Traum. Die waren sowieso für mich ein absolutes Highlight, unsere zwei Routiniers, die sich da wie kleine Kinder gefreut haben über diese Aufgabe, die ihnen gestellt worden ist. Das war wirklich sehr schön. Also wer es noch nicht gesehen hat, das ist sicher irgendwo da oben verlinkt, wenn ich es nicht vergisst. Das ist immer das Gleiche. Schaut es euch an, bitte. Ja. Und sonst geht es eh geil weiter. Also es wird ja Fußball gespielt auch noch. Wir testen nochmal. Wir testen nochmal, genau. Also wir sind jetzt wir waren die Rückreise am Montag, haben wir nochmal trainiert oder die Mannschaft nochmal trainiert. Dann sind wir im Bus gestiegen, retour gefahren, waren dann am Montagabend da. Gestern war nochmal der Tag frei. Heute wird schon wieder trainiert, morgen wird trainiert und am Freitag geht es zum nächsten und letzten Test gegen SKN St. Pölten. Fahren wir nach St. Pölten zum Spiel. Nochmal ein richtig guter Gegner. Macht es natürlich möglich, dass St. Pölten nicht mehr im Cup dabei ist. Also die Woche für alle, die es wissen, ist Cup-Woche. Da ist St. Pölten ausgeschieden. Und aus diesem Grund können wir gegen sie nochmal testen, sicher nochmal einen super Test. Wir wollten zuerst auch nochmal 2x60 Minuten spielen, ist jetzt aber doch auf 2x45, also ein ganz reguläres Testspiel nochmal. So sind wir verblieben mit dem Gegner. Das wäre ja sonst auch wieder nochmal ein richtig guter Test für uns, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich quasi das Jahresjubiläum unseres Wunders oder unseres Wahnsinnsspiels von St. Pölten. Das war ja letztes Jahr auch um diese Zeit, eben in der von dir angesprochenen Cup-Runde, wo wir heuer leider beide nicht mehr dabei sind, aber letztes Jahr haben wir uns einen super Fight geliefert. Du hast eh schon einmal in einer Wackerstube erklärt, dass du da 1000 Tode gestorben bist. Ich glaube, wir alle anderen auch. Wir alle, ja. Und ja, es ist immer schwierig, wenn man über solche Spiele redet, weil man da ein bisschen trübselig wird, weil wir ja immer noch warten müssen. Aber wie gesagt, es wird schon irgendwann besser werden und wir werden uns wieder alle im Stadion treffen, das ist eh klar. Und das bringt mich eigentlich gleich zu unserem nächsten Punkt auf unserer Agenda, nämlich wir haben eine neue Abonnenteninfo, Alex. Genau, ja, da haben wir, ich glaube, der Valentin hat den letzte Woche rausgeschickt, den Brief, den sollte jeder Abonnent bekommen haben. Sollte man den nicht bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht falsche Adresse oder keine Zustellung, was auch immer.
Kann man den auf der Website nochmal ausführlich durchlesen. Da haben wir nochmal in digitaler Form aufgelistet. Aber ich glaube, die wichtigsten Informationen sind einfach, dass es handelt sich um die Rückerstattung für den Herbst 2020. Ich glaube, es sind 3 Spiele, oder? Wenn ja. Spiele, ja. Und da haben wir wieder 2 Möglichkeiten für die Rückerstattung. Also ähnlich wie eh schon im Frühjahr. Also entweder kann man die komplette Rückerstattung beantragen. Das wird dann wie gewohnt aufs Konto überwiesen. Oder man verzichtet auf die Rückerstattung und bekommt dann den Wert in Form eines Gutscheins. Und wichtig ist, bis 8.2. braucht man da von jedem eine schriftliche Bestätigung oder von jedem eine schriftliche Antwort, wie er sich entscheidet. Und sollte keine Antwort eingehen, dann heißt es für uns, dass man komplett verzichtet, also auch auf den Gutschein verzichtet man. Und da glaube ich, kann man uns jetzt schon mal bedanken, weil es sind schon, oder haben wir schon ein paar Signale bekommen, dass das einige machen werden. Und von dem her auf diese Weise genau. Schon mal vielen Dank für die Unterstützung. Richtig, eine selbstverständlich genau. Großzügig und für uns natürlich ein Riesenbeitrag. Zu 100%, wie du richtig gesagt hast, bis nächsten Montag braucht man da bitte eine schriftliche Antwort und ja, wir sehen dann eh, wie es weitergeht. Leider müssen wir alle warten, es ist eh klar, wir sitzen alle noch gemeinsam in diesem grauenhaften Pandemieboot, aber irgendwann werden wir es schon wieder im Griff kriegen, hoffe ich jetzt einmal. Ja. Gut, ja, wir haben diese Woche eigentlich nicht so viele Meldungen in unserer kleinen, gemütlichen Zweierstube. Eine kurze Info haben wir noch, nämlich, dass unser Partner Ramada an Bord bleibt. Das freut uns natürlich sehr. Ist auch wieder eine Exklusivmeldung, ja, in der Backstube. Ja, haben wir noch nicht veröffentlicht. Wir nehmen uns eigentlich selber immer im Content ein bisschen weg. Also oder Exklusivmeldungen ausgegeben. Oder wir spreaden ihn bewusst so auf. Das kann man sehen, wie man will. Also es stimmt schon. Entweder nehmen wir uns selber was weg oder eben nicht. Es kommt wirklich drauf an. Letzte Woche sind wir sehr gut gefahren mit der Meldung vom Dennis. Ja. Vorletzte Woche mit der Verletzung von Lukas Wedel nicht so. Mal schauen, was jetzt mit dieser Info passiert. Ja, ich glaube, da geht es hauptsächlich bei der Ramada geht's hauptsächlich darum, dass man eben Nächtigungen haben, eben beim Ramada Hotel in Innsbruck, also dass wir da so ein Freikontingent haben und natürlich bei Auswärtsspielen, weil es die Ramada Hotels gibt es ja in ganz Österreich. Ganz Österreich, ja. Ich glaube, Graz und Wien zum Beispiel würde jetzt unsere Spiele konkret betreffen. Da haben wir dann natürlich eine super Möglichkeit, dass wir da aufsteigen können und haben da ja immer eine super Unterkunft vor die Spiele zum Kastinieren, oder? Genau, das ist absolut perfekt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben es eigentlich schon wieder durch. Alex, ich bedanke mich recht herzlich für deine ausführlichen Schilderungen aus dem Trainingslager. Wir tun mal mit der E-Sport-Erklärung. Die E-Sport-Erklärung war ein Riesenthema, im Forum. Das stimmt, das war ein Riesenthema im Forum über mehrere Seiten. Das ist ganz einfach, das könnten wir jetzt natürlich beantworten, aber niemals so gut wie der Felix. Und das macht der Felix. Das heißt, der Felix kommt sicherlich noch zu Besuch in den nächsten 1-2 Wochen. Es sind einige Dinge geplant, das kann ich jetzt schon verraten, auch was Wacker Gaming betrifft. Und das ist gerade in der Konzeptionsphase. Wenn das dann soweit startklar ist, dann gibt es eine ausführliche Erklärung von Felix mit euren Fragen. Vielleicht machen wir wieder eine Fragerunde, Alex, dass wir mal eure Sachen gebündelt dem Felix vorlegen können. Er wird sie natürlich nach bestem Wissen und Gewissen dann abhandeln und beantworten, so wie wir es von ihm gewohnt sind. Und dann glaube ich, hoffe ich, dass jeder zufrieden ist mit den Ausführungen, die wir da bekommen. Wie gesagt, E-Sports ist eine große Sache bei uns jetzt und das ist eigentlich die ganze Geschichte, die wir jetzt beantworten können. Ja, ich glaube, der Felix, der kann es schon, wie du gesagt hast, ausführlich beantworten und ich glaube auch so beantworten, dass es dann auch für jeden einleuchtend ist, warum wir das machen. Aber man muss schon sagen, das war schon ein großes Thema. Na, auf jeden Fall. Und das ist ja gut so. Ich meine, wie gesagt, diese unsere Kommunikationsstrategie, wenn man es so nennen will, ist ja eine sehr offene und natürlich lesen wir uns das alles durch und probieren es natürlich dann auch in diesen Formaten, die wir anbieten, also unter anderem die Wackerstube, so gut wie möglich zu beantworten. In dem Fall wäre es jetzt aber natürlich ein bisschen verkehrt, würde ich jetzt einmal sagen, wenn wir zwei, die jetzt nicht hauptberuflich oder hauptsächlich im E-Sports drinnen sind, darüber philosophieren bzw. irgendwie erklären, warum, was ist die Strategie dahinter, wie schaut es aus, wie sind die ganzen, wie sind die Spiele ausgewählt worden, wer trainiert da, wer spielt da und so weiter. Ich glaube, das wäre ein bisschen verkehrt. Für das haben wir in Felix unter anderem,
und Nikolaus natürlich und alle anderen Jungs, die da dabei sind und das wirklich mit sehr viel Leidenschaft jetzt schon machen. Ich muss wirklich sagen, ich bin ja sehr begeistert, beziehungsweise ja, ich finde es unglaublich, wie viel sie aufgebaut haben in so kurzer Zeit. Also mit was für einem Tempo die fahren und mit was für einer Leidenschaft. Und das gebührt natürlich dann einen größeren Block in der Wackerstube, der kommt, der wird nachgereicht. Ich würde mal behaupten, dass es spätestens in 2 Wochen soweit ist. Vielleicht ist es auch schon in der nächsten Ausgabe der Fall. Bis dahin bitten wir natürlich um ein wenig Geduld. Wie gesagt, der Felix meldet sich eh normalerweise die ganze Zeit bei euch. Das ist ja auch immer noch eine große Sache, finde ich, dass ein Vorstandsmitglied sich so nahbar gibt und wirklich Fragen beantwortet, die er privat gestellt kriegt und so weiter. Also das ist natürlich auch eine ganz besondere Sache. Und ja, bis dahin müssen wir euch vertrösten. Ich hoffe, das ist annehmbar. Ja, das sollte normalerweise jeder aushalten. Genau. Vor allem, wenn man dann weiß, dass man in Kürze eine ausführliche Erklärung dazu bekommt. So ist es. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden unsere wunderbare 133. Ausgabe der Wackerstube. Vergesst nicht, uns überall zu liken und so weiter und so fort. Ihr wisst es eh. Es ist sogar, unten habe ich ja jetzt dann immer in unserer Infobox, glaube ich, heißt es auf YouTube, alle Kanäle von uns verlinkt. Da könnt ihr, wenn ihr das immer noch nicht getan habt, wirklich einmal draufklicken, einfach irgendwo ein Abo da lassen. Da freuen wir uns natürlich sehr, weil dann wachsen wir. Das hilft Alex und mir dann natürlich auch, wenn wir uns, ja, sage ich mal, beweisen müssen oder... Wenn wir irgendwelche neuen Dinge ausprobieren wollen, dann ist es immer gut, wenn man sagt, ja, wir wachsen und das ist gut. Da freuen wir uns sehr. Und jetzt muss ich eine Abmoderation machen und der Alex braucht eine End-Catchphrase, weil ich kann sie nicht mehr machen. Also ich kann nur sagen, bleibt uns treu, alles Gute, bleibt gesund und... Du hast mir brutal wenig Zeit gegeben zum Überlegen. Das stimmt. Machen wir so, überlegen wir bis zur nächsten Woche was. Diesmal verbleibe ich einfach mit besten Grüßen und bis zur nächsten Woche. Genau. Und bis zur nächsten Woche habe ich dann sowas. Das gefällt mir gut, wenn ich die so überrumpel, da hast du recht. Ja, wunderbar. Alles Gute. Baba. Passt. Ciao.